Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Seehausen im RP-Projekt. Und ja, wir machen weiter hier. Im letzten Part hatten wir irgendwie alle Kopfschmerzen. Ich glaube, irgendwie ein servertechnisches Problem war das. Jo, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Stand wieder, wo wir waren. Und ja, machen hier auf jeden Fall weiter und steigen wieder in das RP ein. Manfred? Jo, hattest du auch so Kopfschmerzen? Aber mächtig gewaltig. Ja, das war schon echt heftig. Also da dachte ich echt, ja, was ist jetzt schief? Ja, da hat nichts mehr funktioniert. Unser Pflanzenschutz kommt. Sehr schön. Kannst du den gleich abladen? Oh, ich bin noch am Sehen, Chef, also... Oh, nicht unterwegs. Oh, ja. Das jetzt zu unterbrechen wäre ein bisschen doof. Wie viel hast du denn noch zum Sehen? Na, ungefähr ein Viertel. Wie machen wir das denn am sinnigsten? Vielleicht lädt er das auch selber ab. Schlepper würde ja dastehen. Naja, wäre mal ein feiner Zug, wa? Wollte ich gerade sagen, und wenn, dann kriegt er von mir aus 500 noch mehr, dann soll er den Bums abladen. Gott. Moin, hallo, irgendwie hat mein Telefon, glaube ich, gesponnen. Nein, das hat nicht gesponnen. Hallo, Herr Semmelreiter. Moin. Sie haben ja gesehen, ich war schon mit dem Pflanzenschutz hier unterwegs. Ich habe den Tieflader jetzt einfach bei Ihnen mal abgestellt. Können Sie sich in Ruhe abladen und einfach Bescheid geben, wenn er leer ist? Das ist natürlich noch besser. Dann brauchen wir uns da nicht weiter drum kümmern. Erstmal. Eine weitere Sache. Ja. Wegen Ihrem Sugarbeet, Heder und Ernte. Ja. Ich könnte jetzt sagen, lassen Sie mich einmal kurz nachrechnen. Ich könnte jetzt 40.000 machen mit Schneidwerk und Ernte. Okay, ja, das passt. Wie gesagt, ich gebe dann Bescheid, wann ich ihn dann brauche. Also wie gesagt, es wird, wie gesagt, heute nicht der Fall sein. Ich denke eher morgen. Aber gut, den Preis können wir machen. Wie gesagt, ich gebe dann einfach Bescheid. Ja. Dann können wir da loslegen mit. Genau. Kommt auf jeden Fall noch billiger. Für, wenn du den länger brauchst, dann wird das teuer. Ja. Gut. Jo, gut. Dann weißt du Bescheid. Schweinefutter ist überwiesen. Der Rest ist überwiesen. Sehr schön. Wunderbar. Jo, wunderbar. Ich bedanke mich. Jo. Jo, tschüss. Bis demnächst. Tschüss. So, Manfred. Jo. Ich muss jetzt noch eine Sache eben erledigen. Ein Angebot. Jo, mach in Ruhe. Frontlader FZ60 in Deutschfarbe kostet 8,2. Dann haben wir eine Palettengabel in irgendeiner Farbe. Hat er nicht gesagt. Würde 1000. Sind wir bei 9000. Ein Ballenspieß in auch irgendeiner Farbe würde 800 kosten, dann sind wir bei 98. Dann haben wir noch die Schaufel, die bleibt aber so. Das wären dann 13.000. Kommt das hin? 3,2 und 8 sind 4, sind 5 plus die Palettengabel. Ne, sind sogar 13,2. Gut, 13,2, dann weiß ich das schon mal. 13,2, dann machen wir ihm da. Hier, gut. Ich rufe eben den Wurzelhuber an. Ja, macht das. Wo haben wir seine Nummer? Ah, wo ist seine Nummer denn? Habe ich die jetzt gelöscht oder was? So viele Nummern auf dem Handy, dass man nicht mal seine Nummer findet. Nicht mal die wichtigsten findet man, nee. Dann solltest du mal deine Verflossenen rauslöschen, Chef. Ja, muss ich, glaube ich wohl. So, jetzt habe ich sie. Na also.
um die Ecke sind, also sehr schön. Wurzelhuber da, wer ist denn da schon wieder? Zifix. Hallo? Hallo, hier Wurzelhuber. Hallo? Kein Anruf unter dieser Leitung. Kein Anruf unter dieser Leitung. Ja, das Gespräch hat sich ganz kurz und knapp beendet. Für schlecht gelaunte Teilnehmer bin ich nicht zu sprechen. So. Das ist wohl richtig. So, das Thema habe ich gleich. Dem los? Ist dem ein Hahn über den Leber gerannt, oder? Keine Ahnung. Er hatte auf jeden Fall schlechte Laune. Da habe ich keinen Bock drauf. Wo hat er Pech gehabt? Ganz einfach. So, dann düse ich wieder weg vom Händler. Soll er mich kreuzweise. Genau. Wird schon anrufen wegen seinem Frontlader. Und wenn nicht, dann nicht. Dann geht er zurück zum Hersteller. Was soll der Geiz? Ich habe noch nicht mal bestellt. Es war ja eh nur ein Angebot. Ach so. Ja, wir müssen uns jetzt noch einen kurzen Gedanken machen. Anhänger, meintest du, können wir vielleicht noch woanders kriegen? Das Thema haben wir erstmal aufs nächste Mal verschoben. Den kaufe ich dann das nächste Mal. Jo. Dann, was ist jetzt wichtig? Ist jetzt das Ansehen wichtiger oder wollen wir gucken, dass wir das Feld 2 runterkriegen? Ansehen wäre jetzt erstmal wichtiger. Ich glaube, das Feld 2 hat noch ein bisschen Luft, bis es hundertprozentig erntereif ist. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Hat's. Na also, dann würde ich sagen, machen wir erst die Ansaat fertig. Gut, dann das dann eine kann Feld wachsen und gedeihen und wir haben keine Sorgen. Ja, das eine Feld können wir ja so anfangen. Das hatte ich ja schon gekruppert. Wie schaut's denn aus? Sollen wir uns eine größere Einzelkorn-Sämaschine mieten, kaufen? Na, ich würde jetzt erstmal sagen mieten, ne? Bis der Rubel rollt. Würde ich so sehen. Gut, weil das wäre ja nicht verkehrt. Ja. Dann könnten wir schneller ansehen. Dann ist aber immer noch das Problem im Grubbern. Aber das werden wir auch noch hinkriegen, das bisschen Feld. Sag mal, Chef, letztens hier habe ich gesehen, dass die Kreisecke 4 Meter nicht wesentlich teurer ist wie die mit 3 Meter. PS-mäßig? Sollten wir auf jeden Fall mit einem JC liegen wir auf jeden Fall drin. 100 ich glaub, PS, der das Fendt, geht. Der schafft es auch noch. Fendt schafft das. Müsstest du mal gucken. Ich glaube, da liegen wir so ungefähr bei 130, glaube ich. 10.000 würden wir noch kriegen für die Kleine. Na also, dann wäre die finanzielle Belastung nicht gleich ganz so hoch. Dann wäre das eine Überlegung auf jeden Fall. Sollen wir dann unsere kleine 3 Meter Sämaschine verkaufen schon oder sollen wir die erstmal behalten und im Schuppen stehen lassen? Nee, wenn wir dann die 4 Meter haben, dann kann die weg. Naja, wir mieten die ja jetzt erstmal. Ach so, nee, dann behalten wir erstmal unsere 3er noch. Wir haben eine Palettengabel, nur zur Info. Naja. Wir haben eine. Okay. Aber egal. So, der Dünger steht hier noch gut, der kann hier stehen bleiben, der oder Pflanzenschutz, der interessiert erstmal nicht. Dann hat er uns Zeit gegeben, ja? War gnädig. Jo. Und besser ist das. Dann fahre ich mit dem Deutz los und hol die Einzelkorn. Wie viel PS braucht die denn? 150. Mit Glück verziehe ich die mit dem Deutz. Probier das jetzt. Na, der hat ja 143, ne? Ja, ich probiere das jetzt mal. Gewicht nehme ich mit und dann gucken wir mal. Ja. Gewicht hatten wir wohin gestellt? Der hat eins. Hinten am Silo steht da nicht mal hin. Ja. Aber das ist vom Herr Holzknecht. Das hat er da gelassen. Aber ich habe hier eins. Der Hof ist eine Katastrophe, muss ich so wirklich sagen, wie es ist.
zu wenig Unterstellmöglichkeiten. Ja. Aber noch haben wir das Geld nicht, um neue Hallen zu bauen. Sonst hätte ich schon mal die Idee gehabt, dass wir da mal ein bisschen anbauen. Ja. Oder den alten Ding wegbauen und eine große Halle hinstellen, dass wir mal einiges reinstellen können. Na, was kriegen wir denn für das Gebäude? Keine Ahnung. Muss man mit der Stadt wieder klären, dann brauchst du wieder einen Bauantrag und dann müssen wir wieder nach einem B-Plan gucken. So, ja, das ist so die Sache. Da müssen wir dann wieder... Ja. Naja, noch haben wir so, noch muss er uns einfach reichen. Genau. Und damit erübrigt sich erstmal jede Diskussion. Genau. Gut, so. Dann holen wir die Seemaschine, fahren wieder zurück, machen die voll, fahren wieder. Na, ich bin gleich fertig. Ich mache jetzt noch eben mal das Nachgewende hier und dann hat sie. Dann könnten wir ja... Willst du trashen oder willst du dieses eine Feld mit der Kreiselecke anfangen? Ich dresche. Ja, dann muss der Drescher am Händler auch abgeholt werden. Ja. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Ja. Ja, schönes Gerät. Die Seemaschine. Okay. Guck, die kann sogar Dünger. Guck, das ist ja noch natürlich noch weiter. Wir bräuchten noch einen Praktikanten. Auf jeden Fall noch zwei Arme, ja, das wäre nicht hier ein Zweck. Nächste Woche bist du ja nicht da, da bist du ja da kann ich leider nicht. Exkursion. Ja. Gut, dann bleibt der Händler zu, nämlich. Ja, dann machst du einen Händler zu. Da müssen mal die Herrschaften halt mal nichts kaufen. Und da halt mal nichts kaufen. Händler ist nur noch heute erreichbar. Die nächsten Tage nur telefonisch. So, dann sollten nämlich alle wissen, das Thema. Entweder klingelt gleich das Telefon auf mit dem Wurzelhuber dran oder das Thema hat sich beendet. Jo, dann sparst du in der Arbeit, Chef. Genau, dann soll mich das an, ja. So, können wir das direkt unserem Silo laden oder geht das nicht? Ich weiß. Die Seemaschine, was? Weißt du da was von? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Glaube auch nicht, weil das tut sich mal nichts. Obwohl, warte mal. Fahr jetzt nicht die Klappe aufzumachen. Befüllung starten. Dünger haben wir nicht drin, das ist klar. Mehr als Dünger haben wir nicht. Ja, wir haben doch Saatgut im Ding liegen. Dann geht das scheinbar nicht. Senken. Dann könnte ich ja mal dem... Hatten wir noch irgendwo ein Saatgut-Pickpack rumstehen? Dass die ja, hinten auf dem Hochregal. Am Farmhaus. Genau. Ist das der einzige oder steht hinten am Silo auch noch einer? Ich glaub nicht. Am Silo müsste auch noch einer stehen. Gut. Dann pull ich eben den hinten weg. Dass die erstmal aufgebraucht sind. Jo. Finde ich besser. Oh ja, was weg ist, ist weg. Genau. Gucken, wie viel da noch drinnen ist.
Vielleicht reicht's ja für eine Seemaschine voll. Oh, ich sehe nichts. Super. Oh ja, 1000 Liter. Sehr viel. Ja. So, befüllt. Ich glaube knapp 600, genau, sollten reingehen. Dann brauchen wir nur noch Dünger. Was ist diese? So ein kleiner Anhänger wäre recht so. Es gab mal einen von Kuhn, da konnte man getrennt Saatgut und Dünger reintun. Hm. Das war der war geil, ja. Ja. Das der war super. Das war noch eine coole Sache. Ja. Wenn es so einen nochmal gäbe, das wäre echt ganz genial. Ja. Weil sonst würde ich mir den nämlich kaufen und einfach an ein Feld ranstellen, fertig. So, das Feld ist fertig, ich komme zum Hof. Sehr schön. Man hat ja eine Ladung Saatgut gereicht. Guck. Ja, ja, das ist noch. So, Bordcomputer 67%, Chef. Oh, Bord, ja. Das hat ganz locker gereicht. So, dann machen wir die Luzi hier eben voll noch. Vulpa, da geht er aber in die Knie. Das war's. Okay. Oh gut, dann ging aber nicht viel Dünger rein. 600 Liter, ne? Ja. Oh, 136 Liter Dünger. Was? Ja, da gibt es eigentlich noch diesen Fronttank dafür. Ach so. 560 Liter Mais sind drinnen, die reichen ja eigentlich. Da kommt man ja wohl in Stücken. So, ich fange mal an. Gucken. Haarig, nicht, wie schaut die Seemaschine dann aus? Na, ein bisschen mistig, wa? Ah, ich fahr mal lieber. Ich will das gar nicht sehen. Chef, wo ihr arbeitet wird, fällt Staub. Ja, fallen Späne. Wo gehobelt wird, fallen Zähne. So. Ja, ich glaube mal hier weit gucken. Ja, nochmal zu den Praktikanten zurückzukommen. Falls ihr Interesse habt, mitzumachen, schreibt gerne mal in die Kommentare. Der Link zum Discord ist auch drinnen. Da könnt ihr auch gerne hochkommen und einfach mal einen anschreiben. Entweder den Gacki spielt oder den Ferdinand Holzknecht oder mich, könnt ihr gerne anschreiben. Ja, es gibt auch ein Bewerbungsvideo auf dem Kanal, das könnt ihr euch gerne auch anschauen. Also Praktikanten sind gerne gesucht, die auch fest angestellt werden. Siehe den Herrn Manfred. Hallo. Ja, servus, der Wurzelhuber hier. Ach, geht's Ihnen wieder gut? Was heißt ja, wie ob es mir wieder gut geht? Jo, ich glaube, vorhin ging es Ihnen nicht gut. Ich glaube, da hatte ich irgendwie so ein Hirngespinst im Telefon. Das hat nicht ganz gut geklungen. Ach, Sie, haben Sie vorhin angerufen? Uff, natürlich. War ein etwas ungünstiger Zeitpunkt. Ah, okay. Gut, ich dachte mir nur, ich lege dann mal wieder auf. Das war aber nicht sonderlich höflich. Doch. Warum haben Sie denn überhaupt angerufen gehabt? Oh, Sie wollten ein Angebot haben für einen Frontlader. Ja. Wie sieht's da aus? Da kann ich 12,8 machen. 12,8? Okay, und bei wie viel war der JCB nochmal gelegen? Ich glaube 315.000 oder so. 315.000? Muss ich nochmal nachgucken. Ja, also ich hätte das Geld gleich zusammen. Ich bin gerade auf dem Weg, die letzte Ernte zu verkaufen.
Und dann wäre ich auch schon soweit. Also in 3 Minuten in etwa. Dann können Sie das ja, die Sachen, morgen abholen, fast schon. Weil dann würd ich, das wäre doch ein Träumchen. Genau, weil dann würde ich Ihnen den Chevy wieder hinstellen, den können Sie den alten hinbringen, den neuen holen und ja. Ja, sehr gut. Eine Neuheit, Sie können Ihre Fahrzeuge direkt am Händler abholen. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Also nicht mehr am Rathaus, sondern direkt hier oben bei mir. Aber wissen Sie, was mir gerade aufgefallen ist beim JCB? Der ist im hohen Tempo ganz schön schwach auf der Brust, ne? Du meinst auf den Rädern oder leistungsmäßig? Ja, leistungstechnisch hier. Bis der beschleunigt, vergeht der halbe Welt also. Ja, ja. Du kannst immer noch einen anderen dir aussuchen. Die Bestellung ist noch nicht raus. Nee, ja, ich nehme schon den. Der ist ja schnell, aber bis halt erstmal die Geschwindigkeit erreicht, dauert es halt. Ja, du, Leistungssteigerung ist ja da keine mehr möglich, ne? Oder kann man den noch chippen oder sowas? Den standardmäßigen sage ich jetzt mal nicht. Dann müssten wir mal den Neuholländer fragen, ob der nicht irgendwie noch eine andere Variante hätte. Oder ob der sich damit auskennt und sonst, nee, haben wir erst nur noch den 1000er Fendt. Den 1000er Fendt haben wir nicht den gechippten hier mit drin? Oh, wo war denn der Großtaktoren? Weil der würde aber auch nicht viel anderes ausmachen am Preis. Du investierst halt ein paar Tausender mehr, aber hättest dann halt ein Fahrzeug, was läuft. Fendt Schwarz. Oh, cool. 517 PS, Alter. Fendt Nature. Okay. Und was kostet der dann? Willst du ein EK wissen? Willst du mit GPS? Ja. Oh, also alles Standard mit GPS, mit 517 PS, mit 63 km/h, bist du beim EK von 383.500. Puh, das ist ganz schön gesalzen hier. Genau. Wir können auch gerne noch den Neuholländer fragen. Ja, dann frag mir erstmal den Neuholländer. Was machen. Zur Not nehme ich den JCB halt zum Düngen oder so, weißt du. Ja, dann erfüllt er auch nicht seinen Zweck. Was ich ja, auch. Ich hab nur gerade gemerkt, ich habe den Kipper voll mit Soja gehabt, ne? Und da ging dann nicht mehr viel, ne? Nee, das merke ich bei meinem Deutz auch gerade mit der 6-Meter-Seemaschine, Maislegemaschine, ja, mehr als so 8-9 km/h ist auch nicht wirklich mehr drinnen mit dem Ding. Und er quält sich ganz schön. Tja, ist auch nicht so gut wie die Maschine, ne? Das schreit mal nach Optimierung. Jo. Aber gut, da müssen wir mal gucken. Aber dann weiß ich Bescheid, ich kläre das ab und jo. Alles klärchen. Servus. Guck, das zeigt Wirkung. Na ja. Aber mit dem Deutz, das ist ein echtes Problem. Ja, der ist ein bisschen schwach auf der Brust, oder? Der braucht ewig, bis er mal wirklich aufs Tempo kommt, hier auf 10, 11 km/h. Ja. Sag mal, Chefe, meintest du hier den Rostelmesh-Drescher, oder welchen meintest du? Den Rostelmesh. Alles klar. Den schiebt so fast schon quer. Muss mal was ausprobieren. Ja. Müssen wir mal was ausprobieren, weil auf Dauer ist das auf jeden Fall kein Zustand. Das ist doof. Dann müssen wir mal gucken, notfalls die Anhänger mit dem Deutz fahren. Und die Seemaschine mit dem JCB. Zum Hof hin ist es ja erstmal scheißegal. Der JC steht am Händler. Gut, dann kann ich den noch umkuppeln. Das ist gut. Jo, ich würde sagen, wir scheuchen den Manfred jetzt in seine Exkursion. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Kommi da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder.
Tschüssi.